Herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme Let's Show Ziff Forum Server. Heute sind wir in Rom beim Pitorianer und haben hier noch ein paar Gäste dabei. Der eine kotzt die Brote wieder aus. Dann noch einer. Das ist Roms Backkunst, die ist zum Brechen. Das ist das Brot fürs Volk. Das Ding hat sich gerade ganz gewaltig geleckt. Und sehr gute Brote. da wir hier bei Pi Leckt? sind, wird er uns jetzt zeigen, wo wir hingehen und uns hier ein bisschen rumführen. Man kann nicht mal Brote von Kartoffeln unterscheiden. Kartoffeln. Das ist französische Baguette. Stimmt. Okay. Okay. Herzlich willkommen in Rom. Es wird schon Zeit, dass ihr mal Rom kennenlernt. Das ist hier ist die Empfangshalle. Hier gibt es Wegweiser, wo in etwa welches Gebäude steht. Wie zum Beispiel die Trajansäule, Akademie, Dodom. Und auf der anderen Seite das Forum Romanum. Das war das erste, was ich, nach dem Aquädukt war das Forum Romanum das erste, was ich gebaut habe. Gemeinsam mit Anthos, das Kolosseum, der Obelisk, Artemis-Tempel und so weiter und so weiter. Okay, und was willst du uns als erstes zeigen? Ich zeige euch mal einen groben Überblick. Wir gehen jetzt drauf auf das Dach. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist die Tür? Da Das ist die Dach ist Tür. wahrscheinlich oben. Das heißt Leiter, nicht Tür. Aber manchmal kann das in den Natürlich. Dächern täuschen, also. Also, wie man sieht, das Aquädukt ist da vorne auf der rechten Seite. Das war der erste Bau. Das schauen wir uns dann natürlich explizit extra nochmal an, weil wir dann wahrscheinlich auch gleich ein Rennen veranstalten werden, wenn wir genug Leute sind. So, und Ja. vor uns sehen wir logischerweise, man kann es erkennen, das Forum Romanum. Das war eigentlich der Start von Rom, der Startschuss. Da war alles Gras, hügelig und eine Kuhweide. Alles wurde quasi betoniert. Also Kühe Lass leben halt hier immer durch. noch. Nein. Ja, irgendeine Kuh rennt da noch irgendwo rum. Und Hier rennen noch. Ich habe schon einige Kühe heute gesehen. das hast du das Feuer schon wieder gelöscht, du Sack. Nein. Sicher was, das du gibst zu. Nein. Und wo ist nicht? Wieso steht er nicht auf der Säule? Okay. Weil ich nicht schon wieder brennen wollte. Ah, schau, da kommt er schon, da kommt er schon. Sehr gut, sehr Ja. gut. Das olympische Weiter? Feuer. Hauptsache. Okay, weiter geht's mit dem Kolosseum und dem Obelisken davor. Das werden wir im Detail dann eh nochmal ansehen. Da, Genau. wo du drauf stehst, ja, das. Ja, klar. Da, wo du drauf stehst, das ist ein Wachturm. Diese Wachtürme sind in Rom überall verteilt. In diesen Wachtürmen gibt es diese Repeller, die 100 Blocks weit reichen, damit Rom auch wirklich sicher ist vor Mobs. Genau, die Repeller haben wir ja schon mal erklärt, aber nochmal kurz, die verhindern quasi, dass irgendwelche bösen Mobs spawnen. Ja. So, genau. Kannst gerne fortführen. Die gelben Gebäude da, diese Sandsteingebäude, das sind Insulae, also so Wohnhäuser, englische Wohnhäuser. Das hier gleich darunter, das ist ein Tempelhaus, eigentlich fast schon eine ein Domus von Anthos. Und ja, da weiter vor, also jeder kann hier Bürger werden und als Bürger bezeichne ich entweder Leute, die auch gespendet haben oder beim Bau mitgeholfen haben oder sich hier eine Insula gebaut haben. Also diese gelben Gebäude sind meistens Benutzer, also Spielergebäude, alle unterschiedlich. Vor uns, also im Eck, genau dort, wo du jetzt hinsiehst, das ist die Akademie. Die habe ich nach der Civilization Akademie nachgebaut. Das kennt man ja, glaube ich. Diese wissenschaftliche Akademie da. No. Wie heißt die? Das ist ein Nationalwunder? Nein, ich weiß nicht. Egal. Aber das erste Mal, Egal. dass ich eine vernünftige Verwendung von Lapis sehe.
Ja, das ist ganz schön viel gewesen. Okay, der unverkennbar die Trajan-Säule. Wo gerade eine Wolke durchfliegt. Mit der Teekanne oben. Ja. Und so sieht man die besser. Aha, der schummelt. Super. Ja. Weiter. Hier Bart, der fliegt. Tschüss. Du bist nur neidisch. Ich glaube, ich bleibe jetzt am Rand. Nichts, komm mal her da. Okay, genau deswegen habe ich es gesagt. Da unten das, dieses eckige Gebäude rechts neben diesem runden Gebäude, das ist die Prätorianergarde. Das ist nur so ein, was erfunden ist. Und das runde da unten, das ist der Eingang zum, zur Cloaca Maxima. Rom hat natürlich auch seine Kanalisation wie gehabt. Hier wieder ein Wachturm und dann eine Villa Rustica. Auch das erste Gebäude für die Schafe, die züchten haben müssen, damit ich überhaupt so viel Wolle zusammenkriege. Ja, da hier steckt Anisan-Wolle drin. Ja, also wir sind mal in der Zeit. Das war jetzt mal ein grober Überblick von dem, was man von der Empfangshalle aus sieht. Wie, du könntest dann noch die Namen nennen. Ja, Bau. Du könntest noch die Bau. Genau. Da können wir mal runterschauen. Wieder. Den Lift runterfahren. Die Empfangshalle, die ist natürlich Minecraft-mäßig ein bisschen modern mit den Schienen und Gleisen. Das war, glaube ich, in Rom noch nicht der Fall. Joa. Oh, ist nachweisbar. Ah, die Ankunftshalle. Jedes Gebäude sollte eigentlich ein Schild haben, wer dieses Gebäude auch gebaut hat. Ich war der Gründer. Konsul sind die, die am meisten geholfen haben oder das ganze Lager bei uns haben, beziehungsweise auch gleich mit Rom gestartet haben. Bürger Roms sind diejenigen, die auch mitgeholfen haben und die auch eigentlich nur ein Haus bei uns gebaut haben und waren das eigentlich ein Gebiet. Okay. Hauptsächlich nutzen. Ja. Genauso die Spender und Helfer, die sind ja auch gelistet und da ist noch viel Platz. Ja. Okay. Wie schauen wir aus in der Zeit? Das war die Ankunftshalle. Hier geht's weiter nach Norden. Man kann dann wieder weiterfahren. Also das ist quasi eine Zwischenstation. Das war jetzt mal ein grober Überblick über Rom. Die einzelnen Gebäude werden wir uns, denke ich mal, in der nächsten Folge genauer anschauen. Und dann können wir uns eigentlich schon verabschieden. Genaueres kommt dann das nächste Mal. Hier noch ein Brot für euch. Bitte sehr. Ja, vielen Dank für das Kartoffelbrot. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.